Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Ich habe mal wieder etwas gebaut und zwar hier diese Anschlussstelle, wo es hier runter geht zur Schmelze. Ich habe hier ein zweites Gleis gemacht. Das kann man momentan zum Rangieren nutzen oder zum Umstellen. Ich weiß auch nicht genau, wie wir es genau nutzen werden. Das Zweigleisige geht bis hier hinten weiter und das Ziel ist, dass das Zweigleisige dann irgendwo hier oder da ist im Laufe wieder eingleisig wird, damit es hier zu der Mine weitergeht und eventuell machen wir die Verbindung noch hier runter. Wobei die Verbindung hier runter, da sehe ich noch nicht den Use Case, weil wir müssen eigentlich von der anderen Mine da hinten, wo ist sie denn? Da hinten, eigentlich nicht zu der hin. Aber wir können es trotzdem bauen. Aber jetzt momentan bleibt es ein Stumpfgleis. Ich habe jetzt hier den Anschluss nochmal neu gemacht, damit ich hier da die Weiche drin habe. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und dann bauen wir uns den Weg zu dieser Mine. Und dann können wir hier endlich mal geile Güter zugefahren. Okay, ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz zum Spiel. Das ist auch schon. Müssen wir nur kurz Railroads Extended auf einen anderen Monitor legen. Wunderbar. So, und das ist das Meisterwerk hier. Hier ist das Ganze zweigleisig. Oh, ich habe gerade vergessen. Ich sollte mir vielleicht ein Walk-Cheat reintun. Wo bin ich denn hier auf der Karte? Da bin ich. Cheats. Fastsprint. So, wunderbar. Ich gehe nochmal hier ein bisschen raus. Okay, los geht's. Also, hier kann man die Seiten wechseln. Das Ganze hier ist zweigleisig, wie schon gesehen. Das Einzige, was ich hier zusätzlich noch gemacht habe, ist, ich habe hier den Streckenballast, man sieht hier, dort, wo man den Solo machen kann, dazwischen reingetan. Da sieht es ein bisschen schön aus. Hier dann zwei Brücken. Nicht sehr viel los da. Und dann geht es hier gerade weiter. Hier kann man dann nochmal umsetzen auf die andere Seite. Da sieht man es. Das ist noch nicht ganz so schön. Ich glaube, ich werde da nochmal das ein bisschen schöner machen, wenn ich da die Muse dazu habe. Und schade, dass das nicht 1:1 übereinander geht. Aber egal. Und hier geht es dann quasi runter zur Mine und da geht es zu der anderen Mine und ja, hier noch zweigleisig weiter. Das werden wir also ganz zum Schluss bauen. Das ist ein bisschen unglücklich, dass hier die Hebel beide auf der rechten Seite sind, aber es geht nicht anders, wenn wir hier zweigleisig fahren, außer ich mache hier ein bisschen mehr Abstand. Das wäre natürlich noch eine Option, ansonsten ja, sind wir halt erstmal hier. Der Anschluss ist hier neu. Ich glaube, das kann man so machen. Hier mal halt leider Kurve auf Kurve. Hab's jetzt gerade nicht anders hinkriegt. Da geht's danach. Das wird hier noch speziell, da muss ich meine Testfahrt machen, ob das nicht zu tief ist. Und dann hier mit einer kleinen Brücke darüber, so wie vorher. Und dann da rein. Nicht sehr spannend. Gehen wir auf die neue Bergstrecke zu. Die Kurve ist schön gleichbleibend hier. Und dann habe ich hier eine Weiche, also eventuell für den Anschluss dann zu den anderen Weichen hier hinter. Das ist erstmal Prellburg, hier mitten im gar nichts. Und ab da bauen wir jetzt unsere Bergstrecke zu der anderen Mine. Das wird ein Fest, wobei es müsste jetzt mit dem neuen System ja eh viel leichter gehen. Wir können da mit 100er Schritten erstmal fahren. Ich muss jetzt eh erstmal ein bisschen Exploratory machen, wie wir das am schlimmsten machen. Sieht eh schon aus, dass wir hier mit einer 100er Kurve nicht drum rumkommen. Aber 90, glaube ich, sieht gut aus. Oder? Könnte das klappen? Ja, ich glaube, eine 90er Kurve sieht gut aus. Jetzt sind wir hier halt ein bisschen weiter oben. Ich glaube, ich mache das hier mit Stein. Weil ich will nicht, dass hier der Ballast hier zu hoch raufkommt. Und immer schön in kleinen Segmenten arbeiten. Haben wir ja gelernt, sonst wird es beim Löschen ein bisschen dämlich. Okay.
Oh, das sieht sehr gut aus. Vorne könnte man da nochmal kurz einen Sprung nach unten gehen. Ich will nicht die ganze Zeit mit dem hier bauen. Ja, gehen wir mal hier mal ein Prozent nach unten. Sagen so. Und dann mit dem Ballast hier wieder weiter. Bei. Wir machen jetzt hier mal ein Stück gerade. Das würde sich anbieten, eine kleine Ausweichstelle zu bauen oder wo man halt kurz irgendwie Wasser fassen könnte, wenn man es vergessen hat. So, so willst du nicht snappen? Oh, sei so lieb, bitte. Ja, kurz mal schauen. Da geht's dann auf die Bergstrecke. Wie viel Platz dafür haben wir jetzt nicht für diese Spielerei? Wie weit können wir da gerade fahren? Ah, nicht sehr weit. Hundertzwanzig. Mach das mal so mit 100. Ah, wobei, das wird sich jetzt nicht ausgehen, oder? Wenn ich da mit 120 weiterfahre. Da muss ich viel spitzer reinkommen. Und eine Steigung. Oder wir machen hier den Radius größer. Na, na. Wir müssen hier anders reinkommen. Das heißt, wir fahren hier noch ein bisschen gerade. Ungefähr so. Schauen, ob die Rechnung aufgeht. Wir probieren es mal mit dem. So, bezüglich dem hier. Da mache ich einfach nur stumpf hier so ein Gleis rein. Mit einem Wasserturm. Gefälle 0. Das ziehen wir mal bis hier hin. Block. Warum habt ihr den Prellburg da ohne den Bahndamm gemacht? Das ist so dämlich. Musst du jedes Mal schön nachbauen. So, wie kriege ich dich jetzt da am besten? Ja, ein bisschen schweben tut er, aber ich glaube, das ist okay. Das war jetzt bei Betriebsgebäude. Besonders Anlage wäre hier vielleicht auch nicht schlecht. Wasserturm. Okay. Und eine Besonderungsanlage. Die zwar nicht viel bringt, aber Hauptsache sie ist da. Und das Ganze hier abholzen. Ich glaube, ich mache da eigentlich mehr Sinn, wenn ich so Spielereien mache, wenn die Strecke steht. Für den Fall, dass ich umbauen muss. Ist mir jetzt gerade mal so eingefallen.
Es ist ein bisschen blöd, dass wir hier so hoch sind, aber das kommt uns so gut jetzt hier bei der Bergstrecke. So, hier die ganzen Bäume weg. Machen wir das auch gleich schon mal. Wobei... Ach nee, ich glaube, ich mache das dann off-cam. Das ist jetzt gerade nicht das Spannendste. Wenn ich jetzt hier die ganzen Bäume hier abreiße. Aber das sieht doch ganz schnuckelig aus hier. Ich glaube, einfach mal zum Spaß sollte man hier mal die Lok wirklich mal besonden. So, ja, jetzt hier rauf. Ich nehme jetzt hier das Gleis. Und dann brauchen wir hier schon mal eine Steigung. Kurvenradius, der ungefähr hinhaut. Kommen wir mit der Steigung hin? Nee. 2,5. 3. 2,5. 3,5. Wir könnten schauen, dass wir hier mal ein bisschen von der Felswand wegkommen. Gehen jetzt hier in Einserschritten. Machen wir hier mal 160. Ja, andererseits, soll man das gleichbleibend machen, wenn man das jetzt hier ist. 119. Fangen wir mal mit 119. So, bis hierhin. 3,5 Steigung, das ist noch nicht so viel, aber je weniger, umso besser. Kurvenradius 200. 3,5 nach wie vor. Ich sollte eigentlich meiner Regel treu bleiben, dass auf eine Kurve keine Kurve kommt, sondern ein Stück gerade. Also machen wir hier ein Stück gerade. Habe ich leider nicht konsequent durchgesetzt, diese Regel, aber ich versuche es weitestgehend. Machen wir mal Einzelschritte. Ah, das sieht doch gut aus. Von der Höhe her... Ja, okay. Ich glaube, bei Staffel 1 war das alles hier mit Steinen, Fundament. So, komm. Bitte anpassen. Moment. Also ist gerade noch erwähnt, bitte auf gerade. Oh, das passt sogar. Fünfzige Schritte. Ah, das war jetzt gerade ein bisschen too much. So ist, glaube ich, okay. Über 40. Und wieder. Boah, da gibt es ja noch dieses eine Steilstück da. Das wird. Oh, das wird gemein werden. Okay, wann fängt. Ja, okay. Wir werden irgendwie ab hier so anfangen. Das wird hier eine S-Kurve. Oh Mann. Und da muss ich jetzt, glaube ich, eigentlich eine Kurve auf Kurve machen. Das wüsste ich jetzt nicht, wie ich da
besten hier das mach. Okay. Schauen wir uns das mal an. Genug Abstand. Und dann fahren wir hier dazwischen durch. Spannend. Aber es geht einfach so viel schneller jetzt mit dem neuen System. Ich meine, vorher hätte ich jetzt hier mal den Ballast hier machen müssen. Und dann hier das Gleis drauf. Oh, und wir werden hier steiler. Das ist aber nicht schon die steilste Passage hier. 5%, 6%. Shit, ich muss hier höher werden. Da fange ich am besten da hinten schon an. Jetzt sind wir schon recht hoch drauf, also ab hier. Probiere ich jetzt mal. Was mir gerade einfällt. Ich hatte bei der Staffel 1 das Problem, wenn ich das hier mit dem Ballast mache, dass es dann hier runterhängt. Puh. Das ist doch scheiße. Ach, aber ist jetzt bis ganz nach hinten. Nein. So ein Scheiß. Das will ich hier nicht haben. Das sieht kacke aus. Kann ich den ganzen Mist hier nochmal neu machen? Okay, ja, das war der Grund mit dem Steinfundament. Aber wir haben ja hier noch dieses Gleis 1. Das sollte ja nicht so weit runtergehen. Ist das vielleicht meine Rettung? Steigung von 4. Könnte man eigentlich schon mal probieren. Okay, wie schauen wir jetzt hier aus? Nice. Geil, dann kann ich das so bauen, ohne dass es da unten ist. Nice. Okay, also bei Bergstrecken das 1er nutzen, wenn es so irgendwie am Hang bist. Da, snappen, danke. Ausrichtung kurz gerade. Ich hätte gerne einen Hotkey, dass das dann automatisch auf gerade springt. Jetzt ist es ein bisschen arg hoch, ne? 3,5, 3. Sieht das beschissen aus? Ah, okay, das gefällt mir, das gefällt mir. Aber hier wird es jetzt ein bisschen unrealistisch hoch. Will ich das so machen? Ja, wir tun es jetzt erstmal so. Schauen wir hier unten aus. Ja, alles in Ordnung.
Und hiermit 4 wieder weiter. Feinjustieren. Ich glaube, ich komme nicht drum rum, dass ich da ein bisschen mehr als 4 mache. Ja, da sind wir jetzt im Boden. 4,5, 5, 5,5. Fünf. 6%. Okay, ja, dann wären es halt 6%. Müssen wir nur den richtigen Kurvenradius da hinkriegen. Kann man das so lassen? Das sind wir so ein bisschen nah an der Wand hier da dran. Sollte aber kein so großes Issue sein. Ui, da müssen wir echt mit Schwung fahren. Ich kann es mal leisten, dass ich hier ein Stück gerade mache. Ja, ich glaube, ich kann. Und dann müssen wir für die Prozente hier runterkommen. Dabei war das die Stelle, wo es danach wieder runtergegangen ist. Okay, so wäre nicht schlecht. Ah, 4 ist zu wenig. 4,5. Ja, knapp an der Felswand, knapp an der Felswand. Vielleicht doch noch ein Stück gerade. Ich glaube, wir werden das gerade hier ein bisschen weiterziehen, wenn man jetzt so knapp an der Wand hier... halt. Gleich nochmal eins. Minus 70 war das vorher, okay. Stückchen gerade. Wirklich nur minimal. Und dann minus 70. So der kleinste Radius, den ich baue. Da kommen wir ein bisschen rechts hier dann. Ja, das gefällt mir besser. Und dann hier eine Rechtskurve. Halt, einmal 100, mach's mal bitte schnell. Dies. Sind da echt ein bisschen knapp hier an dem rechten hier dran. War das vielleicht doch ein Fehler hier mit der Gerade? Nö, das gefällt mir nicht. Dann werden wir das eine Stück Gerade da wegnehmen. Esther, bitte. Hallo, Rischen. Und doch wie vorher. Es ist so dämlich, dass wir da so nah dran sind.
Wir müssen mit einer, arbeiten mal mit einer enger werdenden Kurve hier. Also wirklich viel besser ist es jetzt aber auch nicht. Oder mal wäre hier mit der Kurve weitergefahren, aber ich habe das natürlich nicht gemerkt, was das für ein Radius war. Das ist doof. Okay, jetzt habe ich hier mal so ein paar Schlenker drin. Jetzt vielleicht mit dem jetzt besser. Würden wir jetzt hier gut reinkommen, aber wir sind halt hier nah an der Felswand. Ah ja, ich glaube, den Abschnitt werde ich nochmal neu bauen. Jetzt ziehen wir hier erstmal durch, damit wir hier mal Meter machen. So, ist das soweit? Sind wir noch soweit mittig? Ja, das nervt mich mit Kurve auf Kurve. Das werde ich nochmal irgendwie versuchen besser zu bauen. Hier 5% Steigung. Hier können wir wieder ein bisschen runtergehen auf 3. Sagen bis hierhin. Dann braucht es eine leichte Kurve hier. ,5 vielleicht. Sind wir nicht ganz so tief. Es müsste eigentlich bald mal der Moment kommen, wo die Brücke dann mal zu machen ist. Dürfte nicht mehr so weit sein. Okay, sehr gut. Sogar die Flachstelle hier. Winkel von 300, also Radius von 340. Sieht das da hinten noch okay aus? Ja. So, hier sehe ich auch von Ballast. Sehr gut. Kommen wir hier mit der Kurve. Jetzt komm, tu mal bitte snappen da vorne. Dankeschön. Ah, hier ist die Stelle. Ach, Moment mal, das steile Stück ist doch da hinten nochmal, oder? Shit, das ist immer da hinten schon so steil. Das ist dämlich. Okay, jetzt müssen wir überlegen, in welchen Winkel möchte ich denn da drüber?
Wir müssen hier, glaube ich, irgendwie so gerade reinkommen. Sprich, Brücke, Ausrichtung. Das war einfach zu viel. Ungefähr so rüber. Ja, bitte gerade. Kommt das hin? Wir gehen da mal ganz kurz rüber. Upp. Wo ist die Strecke? Da ist die Strecke. Nope. Ich glaube, es macht vielleicht sogar Sinn, wenn wir die Brücke von hier aus bauen. Boah, shit, das Steilstück hier. Oder war das hier, was so heftig war? Ich glaube, das ist das Stück, was hier auch nochmal mit 6% oder mehr sogar ist. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Warte mal, hier oben. Immer eigentlich. Nö, das war viel zu hoch. Okay, wir düsen dann hier so runter. Und dann da so drüber. Ja, ich glaube, ich passe von hier. Da hätte ich gerne diese Brücke in dem Design. Ausrichtung gehen wir auf 1. Achso, das ist ja von mir wegbauen. Macht es Sinn, dass du das so... Ne, Moment mal. Ne, die Ausrichtung macht jetzt so gar keinen Sinn. Ich muss das mal so andeuten, wenn man da hier runterkommen würde. So, also ein bisschen plus minus. Du Arsch, hier machst du das dann natürlich wieder. Okay, dann werden wir hier mit einem Steinfundament arbeiten. Ich hoffe, das zieht dann auch nicht so runter, aber so ungefähr, glaube ich, könnte es dann aussehen. Ach, nehmen wir mal die. Oh, bitte lass mich hier rauf, bitte lass mich rauf. Oh, danke schön. Mit einer kleinen Kurve drin? Soll man das machen? Ah, das ist 500, ja. Fälle 0 wäre das. 0,5. Ja, genau, das lasst ihr mich natürlich hier wieder nicht bauen. Da muss ich halt die klassische Brücke nehmen. Ist auch egal. Ach, geil, die hat funktioniert. Ja, gut, dann habe ich jetzt hier einen Referenzpunkt. Sehr gut. Wie schaut die ganze Geschichte aus? Ja, ist okay. Passt. Da werden wir es da später mit den Bäumen befreien. Das machen wir hier noch den Anschluss da runter. Okay, liebe Leute, nachdem wir schon wieder an der Zeit sind, war es das erstmal für die Episode. Das ist mal der erste Bauabschnitt. Ich werde jetzt mal offcam den bisherigen Abschnitt mit der Brücke hier noch verbinden. Werde noch ein bisschen schön bauen dahinter. Also sprich ein paar Kufen noch ein bisschen schöner machen und die Bäume wegmachen. Und in der nächsten Episode sollte man dann eigentlich oben bei der Mine sein und dann den ersten Güterzug da mal fahren können. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ist wieder sehr viel Bauen, nicht so viel Action, aber Bauen gehört halt dazu.
Und ja, dann macht's gut. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.